Meine Vision für Primeon ist, als europäischer Spieler nicht nur das Sicherheitsmanagement, auch die Zeitwirtschaft zu betreuen. Okay. Ein entscheidender Fokus für die Weiterentwicklung ist das Portfolio. Hier kommt als allererstes unsere neue Softwareplattform ins Spiel, die auf die neuesten modernen Technologien basiert und die Ansprüche der Kunden bedienen wird. Im ersten Schritt liegt der Fokus auf dem Handy. So, auf der einen Seite benutzen wir die sogenannten Mobile Credentials, die es ermöglichen, dann mit dem Handy in die Gebäude reinzukommen. Und auf der anderen Seite werden wir eine globale App verwenden, um die Zeiterfassung direkt auf dem Handy einfach und bedienerfreundlich abwickeln zu können. Aktuelle Ausschreibungen gehen heutzutage gar nicht mehr ohne die SaaS-Anbindung. Das heißt, die Kunden wollen in die Cloud. Und aus dem Grunde gehen natürlich auch wir in die Cloud und unser Portfolio ist entsprechend vorbereitet. Das heißt also, alle Zukunft, speziell für auch kleine Unternehmen, ist der SaaS-Ansatz. Unser Highlight auf der Sicherheitsmesse ist unsere integrierte Sicherheit. Hier managen wir nicht nur unsere Zutrittskontrolle, sondern auch Fremdsysteme, wie zum Beispiel die Bewegungsmelder oder auch zum Beispiel die Kühlungsalarmmeldung oder auch die Einbruchsmeldesysteme. Hier können wir ganz einfach ein System scharf schalten und all das sieht man dann in einem schönen übersichtlichen Display, wie alles in der Sicherheit funktioniert.